Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Smartphone-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute gibt es ein Unboxing-Video zum neuen Samsung Galaxy S8 Plus. Das bedeutet, wir schauen heute einmal in den Karton hinein, wie sieht das Samsung S8 Plus überhaupt aus und welches Zubehör gibt es dabei. Wenn ich das Ganze dann eine oder zwei Wochen ausgetestet habe, wird es auch das übliche OS-Battle-Video geben, in dem wir das S8 Plus beispielsweise mit einem aktuellen iPhone 7 Plus vergleichen werden. Genau wie bei den Modellen von Apple gibt es halt hier ein Standardmodell, das S8, welches mit 5,8 Zoll daherkommt und eben das S8 Plus, was es auf satte 6,2 Zoll bringt. Ja, und eben genau diese 6,2 Zoll sind natürlich eine absolute Kampfansage. Dabei ist das Handy gar nicht grundsätzlich größer. Es ist sehr schlank geworden, es ist fast rahmenlos, verzichtet dabei allerdings auf das Standard-Display-Maß und setzt auf ein recht eigenes Format von 18,5 zu 9. Auf die beiliegenden Kurzanleitungen brauche ich jetzt nicht sonderlich eingehen, kommen wir lieber zum Lieferumfang. Und der ist ganz ordentlich, denn wir halten neben einem normalen USB-Kabel, welches wir natürlich zum Aufladen benutzen oder um unsere Daten zu übertragen, weitere USB-Adapter. Aber auch hier ganz schön, denn das Samsung S8 Plus verfügt immer noch über einen 3,5 mm Klinkenstecker, Kopfhörer von AKG. Werde ich auch noch testen, wie die sich anhören. Netterweise sind da auch unterschiedliche Ohrmuschelstöpsel dabei, oder wie mag man die nennen, und zwar diese Gummistecker in unterschiedlichen Größen, dass ihr die auf euer Ohr anpassen könnt. Wir bekommen natürlich das USB-Netzteil dazu, standardmäßig werde ich da auch mal checken, wie schnell die Ladezeiten sind, und dann, was es auch noch gibt, sind unterschiedliche USB-Anschlussadapter zum USB-Typ-C oder auch USB-C-Micro-USB-Adapter. Adapter auf Adapter sozusagen. Quick Start Guide, Kurzanleitung in Deutsch, und da wird dann eben ganz kurz beschrieben, welche Tasten zur Verfügung stehen, und hier sieht man auch ganz schön, man kann eine Micro-SD-Karte einsetzen und damit den 64 GB großen Speicher erweitern. Dafür gibt es wie immer einen Daumen hoch. Kameratechnisch gibt es hier keine riesigen Innovationen zu erwarten. Und überraschenderweise setzt Samsung auch nicht wie die Konkurrenz aus dem Hause Apple oder Huawei auf eine doppelte Kamera, sondern nach wie vor eine einzelne Kamera auf der Vorder- und Rückseite, wobei die mit 12 bzw. 8 Megapixel daherkommen, aber dafür mit einer ganz ordentlichen Blende von 1,7. Was wirklich hervorragend ist, und ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, ist ganz einfach, wie genial dieses Handy ausschaut. Also ich bin wirklich mega begeistert vom Design und von der Verarbeitung. Ich mag halt dieses Edge-Feeling, also dass das Display so leicht in die Kanten reingezogen sind. Die Tasten sitzen in so einem Aluminiumrahmen wirklich perfekt. Und gerade so die Oberfläche, wenn man das Handy anschaut und dieses Always-On-Display beispielsweise nutzt, um sich die Uhrzeit und den Kalender anzeigen zu lassen, ist sowas von dermaßen tiefschwarz, dass es einfach fantastisch ist. Das ist sogar so glänzend tiefschwarz, dass man hier denken würde, das Handy hat eine andere Farbe. In der Tat spiegeln sich da jedoch nur die Lampen drauf. Was es dafür aber ist, es ist unheimlich fingerabdruckanfällig auf den ersten Blick, und ich habe mehrmals wirklich für diese paar Aufnahmen das Gerät immer und immer wieder abwischen müssen. Ganz klar ein bisschen verwunderlich ist, dass der Fingerabdrucksensor nicht mittig unter der Kamera sitzt, wie man das von anderen Modellen kennt, sondern dass der so an die Seite gerutscht ist. Da bin ich mal gespannt drauf, wie sich das in der Bedienbarkeit ausmachen wird. Was man natürlich hier schon ganz schön sieht, es gibt keinen physischen Home-Button mehr, der ist halt komplett ins Display integriert. Kurzer Hinweis vorweg, das funktioniert auch richtig toll, und vor allem die Displayqualität ist auch richtig genial. Verbaut wurde eben erwarteterweise ein super AMOLED-Panel, welches bei der hohen Auflösung mit einer Pixeldichte von 531 ppi beim 8 Plus bzw. 568 ppi beim normalen S8 daherkommt. Ich wische ganz schnell nochmal die Rückseite ab. Normalerweise hat man diese Probleme ja aber nicht, weil man vermutlich eine Hülle verwenden wird. Schätze ich jetzt einfach mal. Also erster Eindruck ist absolut positiv. Mir gefällt das Gerät richtig, richtig gut vom Design. Ich habe lange kein Samsung-Handy mehr benutzt. Ich bin mal gespannt drauf, wie es sich in den nächsten Tagen im Alltag und vor allen Dingen bei Foto- und Filmaufnahmen beweisen wird. Das war's mit dem Unboxing-Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!